Herzlich willkommen beim Motorradmagazin, heute zu einem Produktthema, zum Thema Helm. Wir wissen ja von den Klickzahlen, dass ihr sehr, sehr interessiert seid am Thema Helm. Und auch bei uns in der Redaktion, wir sind richtige Fans, richtige Liebhaber auch von den Helmen, schauen, dass wir immer lässige Exemplare bekommen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute ein Spezialthema, und zwar Flip-Back-Helme. Die sind zwar nicht ganz neu am Markt, aber mir kommt vor, dass die immer beliebter werden und dass auch immer mehr Hersteller solche Helme entwickeln und ins Programm aufnehmen. Und deswegen haben wir gedacht, wir erzählen euch einmal, worum handelt es sich eigentlich bei Flip-Back-Helmen, wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile. Und dann schauen wir uns 4 aktuelle Exemplare am Markt an. Die haben wir für euch in der Praxis getestet, und was dabei herausgekommen ist, das seht ihr gleich. So, herzlich willkommen zurück beim Motorradmagazin. Heute zum Thema Helm, und zwar Flip-Back-Helme. Worum handelt es sich da? Flip-Back-Helme, das sind Modularhelme. Also da gibt es ja 3 Arten von Modularhelmen. Der erste Gattung, die populärste, das sind die ganz klassischen Klapphelme, die typischen BMW-Helme, wenn man so will, nämlich bis zum Evo 6, weil der Evo 7, der aktuelle, das ist bereits die 2. Gattung an Modularhelmen. Das sind solche, wo man das Kinnteil abbauen kann, herunterklicken, entfernen kann. 3. Gattung, das sind dann eben die Flip-Back-Helme, über die wir heute reden. Da ist es so, dass man eben das Kinnteil nicht einfach nur hochklappt wie beim Klapphelm, wie beim klassischen, sondern weiter schiebt nach hinten und hinten am Hinterkopf arretiert. Wo liegen die Vorteile? Da muss man sagen, wie schaut es aus im Vergleich zu den Klapphelmen? Bei den Klapphelmen, das wisst ihr ja, wenn man die aufklappt, dann steigt eben der Schwerpunkt nach oben, und die Balance mit dem Helm, ja, die ist dann ein bisschen davon beeinträchtigt. Und natürlich umso mehr, wenn man dann fährt, weil dann der Fahrtwind ja oben in das aufgeklappte Kinnteil hineinfährt und den Helm und damit auch den Kopf leicht nach hinten drückt, wenn es überhaupt erlaubt ist, offen zu fahren mit den Klapphelmen. 3. Nachteil, wenn man einmal den Kinnteil hochgeklappt hat, dann kann man das Hauptvisier nicht mehr benutzen. All das funktioniert besser bei den Flip-Back-Helmen. Flip-Back-Helme kann man eben den Kinnteil, wie ich schon gesagt habe, ganz nach hinten klappen. Das heißt, die Schwerpunktlage ist ein bisschen günstiger. Man spürt es schon ein wenig, ist von Helm zu Helmmodell ein bisschen unterschiedlich. Also man spürt es schon ein bisschen, dass auch die Schwerpunktlage sich ein bisschen ändert, aber nicht so sehr. Und natürlich die Aerodynamik ist viel besser, weil das Kinnteil eben hinten am Heck überhaupt nicht stört. Und man kann auch das Hauptvisier, also das klare Visier, weiterhin verwenden. Also reihenweise Vorteile gegenüber einem klassischen Klapphelm. Gibt es auch Nachteile? Ja, die Nachteile gibt es natürlich auch, denn dieses Kinnteil, das man nach hinten klappt, das ist teilweise auch von Modell zu Modell unterschiedlich, ziemlich raumgreifend. Also wenn ihr mit einem Sozius und einer Sozia unterwegs seid auf einem Motorrad, wo man relativ eng beieinander sitzt, das müsst ihr vorher ausprobieren, weil das ist für den Beifahrer oder die Beifahrerin hinten sehr unangenehm, wenn da dieser Wulst, also dieses Kinnteil, einem da genau im Gesicht entgegensteht. Also das muss man einfach ausprobieren, wie das funktioniert. Ganz generell, der Vorteil ist natürlich die Modularität, sagt ja der Name Modulhelm oder Modularhelm schon. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich fast uneingeschränkt einen richtigen Jethelm fahre. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, die Freiheit genießen will, dann habe ich einen richtigen Jethelm. Ich habe eben aber auch noch das Visier plus, sofern verbaut, auch ein Sonnenvisier. Und andererseits, wenn es dann zum Beispiel einmal auf die Autobahn geht mit höherer Geschwindigkeit oder wenn das Wetter schlecht wird bei Regen, dann kann ich einfach das Kinnteil nach vorne klappen und ich habe einen richtigen, ganz normalen Integralhelm. Also wirklich auch ganz, ganz praktisch diese Uni. Es gibt natürlich auch noch 2 generelle Nachteile von Modularhelmen oder im Speziellen auch Flip-Back-Helmen, über den man reden muss. Der eine Nachteil ist das Gewicht. Also diese ganze komplizierte Mechanik, die da verbaut ist, das kostet natürlich Gewicht. Also alle 4 Helme, die wir hier haben, die sind wirklich, also gehören wirklich zu den schwereren Helmen. Also wenn das ein Thema für euch ist, dass ihr sagt, auf langen Touren, da beginnen die Nackenmuskeln zu schmerzen, also dann sind Flip-Back-Helme oder generell Modularhelme wahrscheinlich eher nichts für euch. Und der zweite Punkt ist, ihr seht das auch bei diesen Helmen dann, also die sind eher auch größer, ein bisschen massiver, also spielt natürlich auch wieder das Gewicht hinein, aber man hat da doch ein ziemliches Drumhelm am Kopf. Also das sind keine schlanken, leichten Helme, sondern aufgrund dieser Funktionalität, die sie bieten,
eher größere Helme und eher schwerere Helme. So, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns diese vier Helme an, die da vor mir liegen. Es sind vier verschiedene Hersteller, vier verschiedene Helmtypen, Flipback-Helme, einige schon länger im Markt, einiges über der HJC heuer 2022 neu auf den Markt gekommen. Wir haben alle diese Helme in der Praxis getestet, auf verschiedenen Motorrädern, auf Naked Bikes und auch auf einem verkleideten Bike. Wir haben geschaut, wie funktioniert dieses Klappen, wie gut funktioniert es, wie ist die Aerodynamik, wie ist der Windschutz, das alles haben wir getestet und dann ein bisschen in eine Reihenfolge gebracht, in unsere Lieblingsreihenfolge, und ich würde sagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Wir beginnen bei unserem Platz Nummer 4, und zwar ist das der Roof Desmo. Zuerst ein paar Gemeinsamkeiten. Alle unsere Helme besitzen eine Polycarbonatschale und alle Helme, die wir getestet haben, sind nach PJ homologiert. Das heißt, die dürfen sowohl als Jethelm als auch als Integralhelm getragen werden. Das war bei alten Klapphelmen nicht immer so. Nach der neuesten Helmnorm EC2206, die im Juni in Kraft getreten ist, müssen alle neuen Modularhelme diese Doppelhomologation besitzen, also B und J. Diese neue Helmnorm erfüllt aber bis jetzt nur der HJC I100 aus unserer Testcrew. Alle anderen sind noch nach der alten Helmnorm getestet, aber auch PJ, also auch beide Homologationen. Es gibt ein paar gute Gründe, warum wir den Roof Desmo, denn das ist das Modell, das wir da in der Hand haben, Desmo, da steht sehr schön, warum wir den auf den vierten Platz gereiht haben, weil er nämlich in den Funktionalitäten gegenüber den anderen Modellen doch ein paar Nachteile hat, doch ziemlich stark eingeschränkt ist. Als einziges Modell hat der Roof Desmo kein Sonnenvisier, kein herausklappbares Sonnenvisier, und als einziges Modell hat er zum Beispiel auch kein mitgeliefertes Pinlock-System, und als einziges Modell ist er überhaupt nicht vorbereitet für ein Kommunikationssystem. Das heißt, man hat bei den Ohren nicht einmal Ausnahmen, wo ich dann Lautsprecher installieren kann. Das ist heutzutage, finde ich, schon ein ziemlich großer Nachteil. Dazu hat er noch ein paar andere kleine Einschränkungen. Zum Beispiel ist er der einzige Helm auch, wo man eigentlich zwei Hände braucht, um ihn zu schließen. Also wenn man das Kindteil geöffnet hat, dann muss man da hinten dagegen halten, oder man muss wirklich so ruckartig schließen, damit das wirklich unten einrastet. Also das funktioniert bei den anderen drei Helmen deutlich besser. Roof, falls ihr das nicht kennt, es ist eine französische Firma, die sich an sich schon seit Jahren spezialisiert hat auf Flipback-Helme. Sieht man in Frankreich auch sehr oft, vor allem auf Rollern sieht man diese Helme häufig. Und es gibt verschiedene Modelle von Roof, verschiedene Flipback-Modelle. Und der Desmo, das ist sozusagen das Modell, das am ehesten auch fürs Tourenfahren gedacht ist, also auch Komfort bietet. Es ist übrigens der einzige Helm, den ich jetzt für meinen Kopf in Größe L brauche. In L, alle anderen in M, also alle anderen passen in M, also das heißt, er ist eher klein geschnitten, aber in L ist es wiederum so, dass er fast der Spur wieder zu groß ist. Also auch die Passform, die bewerten wir übrigens nicht, weil die ist ja wirklich sehr individuell, aber für mich ist die Passform bei dem Helm leider, muss ich sagen, nicht ideal. Was halt wirklich den Helm auszeichnet, ist sein avantgardistisches Design. Ist jetzt das selber, Top Gun lässt grüßen, also das ist die richtige Jetfighter-Optik, die es da gibt. Er ist auch sehr, sehr schön verarbeitet, die Lackierung ist wunderschön, also richtig, richtig hochwertig gemacht. Auch hier die Details auf der Seite, ihr seht das da beim Öffnungsmechanismus, das funktioniert, ist wirklich schön, und er hat auch noch einen speziellen Gag, wenn man so will. Also man braucht hier auch zwei Finger, um ihn zu öffnen. Dann schiebt er sich dann nach hinten. Das Visier geht auf und rutscht dabei unmerklich in eine zweite Position. Beim Herunterklappen ist das Visier dann näher beim Gesicht, als wenn das Kindteil unten ist. Das hat den Vorteil, dass die Verwirbelungen im Augenbereich geringer werden. Allerdings sind die auch bei den anderen Modellen wirklich praktisch nicht wahrnehmbar. Und der kleine Nachteil, weil das Visier da hier diese Ausnehmung hat, das schaut zwar cool aus, wenn der Helm geschlossen ist, aber es gibt Verwirbelungen im Nasenbereich. Also das heißt, wenn man schneller fährt auf einem Naked Bike, dann ist fast ein bisschen schwierig, durch die Nase Luft zu holen. Also es sind schon reihenweise relativ viele kleine Handicaps, die man da in Kauf nehmen muss. Vom Gewicht her ist der Roof in der Mitte angesiedelt. Wir haben gemessen bei unserer Größe L 1735 Gramm, also damit ordnet er sich in der Mitte ein, ist nicht der leichteste, aber auch nicht der schwerste.
Wir haben hier übrigens das optionale dunkle Visier verbaut. Serienmäßig kommt das helle Visier mit. Wie gesagt, es gibt kein Sonnenvisier. Wenn man dieses dunkle Visier verbauen will, dann kann man sich einmal ein bisschen Zeit nehmen, weil das ist nämlich auch ganz schön aufwendig, die beiden Visiere zu wechseln. Also so schnell am Straßenrand kann man das auf keinen Fall erledigen. Das heißt, schöner Helm, hochwertiger Helm, auch nicht günstig. Ist der zweitteuerste Helm im Vergleich, kostet rund 400 Euro. Ja, also schön, auffällig auf jeden Fall, hochwertig verarbeitet, aber doch relativ viele kleine Schwächen in der Funktion. Deswegen unser Platz 4. So, jetzt müsste normalerweise Platz 3 kommen, den gibt es nicht, weil es gibt nämlich einen geteilten Platz 2. Beginnen wir also mit Platz 2, Teil 1. Das ist der Shark Evo GT. Auch ein Klassiker, auch eine französische Helmmarke und ja, gibt schon länger am Markt. Shark nimmt für sich in Anspruch, dass sie die ersten waren, die einen Flipback-Helm gemacht haben, der eben P- und J-Homologation hat. Das ist jetzt die neueste Generation, Shark Evo GT heißt er. Hat uns gut gefallen, muss ich sagen, ist innen sehr angenehm gemacht. Fast der angenehmste Helm von allen innen für meine Kopfform. Sie liegt sehr schön an, sehr schönes Material auch innen. Ja, man muss sagen, es ist auch der teuerste Helm, das kommt dazu. 480 Euro, also der teuerste Helm bei uns im Vergleich, ab 480 Euro. Gibt ja verschiedene Designs. Funktioniert von den Funktionalitäten her sehr gut. Lässt sich einfach öffnen und da kann man sehr schön auf der Seite nachverfolgen, was für eine interessante Kinematik da verbaut wird, weil wenn man sagt, man klappt einfach das Kindteil nach hinten, dann klingt das aufs erste Hören ja ganz einfach, aber so ein Helm ist ja kein idealer runder Kreis oder keine Kugel, muss man eigentlich sagen, sondern das ist ja mehr oval, manchmal auch eiförmig und deswegen ist das braucht man da schon ein eigenes System, einen eigenen Weg, den dieses Kindteil zurücklegt, damit sich es dann schön auf den Hinterkopf anlegt. Und das funktioniert da wirklich einwandfrei, muss ich sagen. Auch dieser Helm wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Ich habe schon gesagt, innen sehr angenehm. Wir haben oben Belüftungsschlitze zwei. Wir können auch an der Front, wir haben auch in der Front einen Belüftungsschlitz, der allerdings ein bisschen umständlich zu bedienen ist mit den Handschuhen, da muss man wissen, wo man hingreift. Also wirklich sehr, sehr schön. Was mir sehr gut gefällt, ist auch die Qualität vom Visier. Die ist da wirklich ganz glasklar, wirklich sehr schön. Von der Aerodynamik auch ganz gut, muss man sagen. Also die Windgeräusche sind nicht besonders laut. Dann mag man sich also fragen, warum ist er auf dem geteilten Platz 2? Und das liegt daran, weil er mit Abstand am wenigsten Raum vorne im Kinnbereich bietet. Obwohl er ja da eigentlich so auf den ersten Blick relativ groß aussieht, ist es bei mir so, dass ich mit dem Kinn vorne ankomme, obwohl oben der Rest ist wirklich, wirklich wunderbar, aber vorne komme ich an. Das müsst ihr also bitte selber schauen, vielleicht wenn euer Kopf einfach anders geformt ist oder ihr nicht so ein ausladendes Kinn habt wie ich, dann ist das vielleicht für euch kein Problem, aber er ist auf jeden Fall von allen vier Helmen derjenige, der vorne eben im Mundbereich Kinnbereich am wenigsten Platz bietet. Wie gesagt, ist auch der teuerste Helm im Vergleich, deswegen auch noch ein kleiner sozusagen Punkteabzug und deswegen geht sich, ich sage jetzt nur, ein geteilter Platz 2 aus, aber wirklich eine gute Leistung, sehr angenehmer Helm, gibt es in vielen verschiedenen Designs. Kann man durchaus empfehlen, wenn, wie gesagt, die Kopfform zu diesem Helm passt. Kleinigkeit noch, muss man sagen, dieses Kinnteil, das wirkt beim ersten Verschieben wirklich am fragilsten, am leichtesten von allen. Also es ist wirklich so, dass man sich fragt, schützt das jetzt wirklich, wenn ein Unfall ist? Aber er besteht natürlich alle Normen. Wir haben es jetzt nicht im Labor getestet. Und dieses leichte Kindteil hat natürlich wiederum den Vorteil, dass es die Balance kaum beeinträchtigt, wenn es hinten liegt. Also kein Nachteil ohne Vorteil, muss man sagen. Und wie gesagt, der Verschluss, das funktioniert wirklich super. Ein angenehmer geteilter Platz 2, Teil 2, das ist der neue HJC, südkoreanische Firma. Ihr wisst, dass das ist der Marktführer, also der Helm-Weltmarktführer. Keiner verkauft mehr Helme als HJC. Und die haben heuer eben neu ins Programm genommen, den i100, eben den ersten
Flipback-Helm der Marke. Und ich muss sagen, für ein Erstlingswerk wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Funktionalitäten sind einwandfrei. Also wir haben auch hier Sonnenblende, wir haben hier auch Vorbereitung fürs Kommunikationssystem. Wir haben auch hier den Pinlock mitgeliefert. Und ein in diesem Kreis einmaliges Feature. Ihr könnt das sehen, wenn ich das jetzt öffne. Das Visier ist unten. Ich öffne es. Das Visier geht nach oben. Und wenn ich es dann aber wieder hinten arretiere, geht vorne gleichzeitig das Visier wieder nach unten. Also das kann keiner. Das ist ein ganz nettes Feature, was dieses Helm, dass dieser Helm zusätzlich bietet. Er ist innen auch sehr angenehm gemacht, ist eher von der straffen Seite. Das heißt, also man muss beim Aufsetzen wirklich die Seiten schön auseinanderziehen, dass man den gut aufsetzen kann. Also eher ein bisschen enger geschnitten, aber gute Passform auch für mich. Sehr geräumig, aber er hat ja zwei große Nachteile, muss man sagen. Der erste große Nachteil ist das Gewicht. Er ist wirklich mit Abstand der schwerste Helm. Das spürt man schon beim Aufheben. 1890 Gramm, also wir sind fast bei 1,9 Kilo für einen Helm der Größe M. Es ist wirklich, also es ist wirklich schwer, ja, das muss man sagen. Der zweite Punkt ist auch, er ist auch wirklich groß. Also er ist wirklich ein massiver Helm, wenn man sich damit in den Spiegel schaut. Also das ist wirklich ein Riesenkopf, den man dann damit hat. Also das ist wirklich ein bisschen, das sind die zwei wirklichen Nachteile dieses Helms, und das ist auch der Grund, warum man nicht auf Platz 1 liegt, sondern auf Platz 2. Der Preis ist wieder in Ordnung, 320 Euro. Das ist der zweitgünstigste Helm im Vergleich. Könnte auch noch als Nachteil eingestuft werden. Es gibt ihn zumindest 2022 nur in Unifarben, also so wie hier in diesem Mattschwarz oder in Grau. Ich glaube in Weiß, in glänzend Schwarz, aber nicht mit Designs. Das ist noch ein kleiner Nachteil. Gute Belüftung übrigens, zweistufig oben. Auch hier zweistufig vorne und alles ganz einfach zu bedienen. Also im Grunde von den Funktionalitäten her wirklich ein klasse Helm, auch von der Verarbeitung wie bei HJC gewohnt. Auch wirklich gut, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber einfach groß und schwer. Deswegen Platz 2. So, Trommelwirbel, jetzt kommen wir zum Sieger unseres Vergleichs, unseres kleinen Tests, unseres Praxistests. Das ist der Scorpion Exotech, auch eine französische Firma. Also wir haben dreimal französische Helmfirmen hier vertreten. Scorpion Exotech, ihr seht das schon auch in der Silhouette vom Helm, auch im Muster. Also er schaut, ja, finde ich, am sportlichsten aus, ist auch am interessantesten von der Helmform. Und er macht eigentlich keine Fehler. Er ist zum einen einmal der günstigste Helm im Vergleich mit 300 Euro. Ab 300 Euro, die Designs kosten dann ein bisschen mehr. Also 300 Euro günstigster Helm, und er ist ex aequo mit dem Shark auch der leichteste im Vergleich, 1720 Gramm. Also diese zwei Parameter erfüllt er einmal, ja, mit Bravour. Und er lässt sich auch wirklich angenehm tragen. Er ist vergleichsweise leise. All diese Helme sind ja ein bisschen zerklüftet, also ganz super leise sind ja alle nicht, aber der Shark ist relativ leise und der Scorpion ist auch wirklich sehr, sehr leise im Vergleich, muss ich sagen. Die Funktionalität ist, ja, da lässt sich überhaupt nichts bemängeln, das funktioniert wirklich super, ganz einfach zum Aufmachen. Er schaut auch relativ kompakt aus, also im Vergleich zu den anderen ist er nicht so ein Riesenhelm, sondern bleibt ein bisschen kompakter am Kopf. Hat für mich auch eine sehr gute Passform, ist geräumig vorne, ja, funktioniert einfach gut, hat einen großes Sonnenvisier. Also da ist alles da, was ich mir von einem Flipback-Helm erwarten würde. Einzige kleine Einschränkung beim Naked Bike, beim Testen mit dem Naked Bike ist mir aufgefallen, dass sich der Wind beim geöffneten Zustand, ich zeige euch das jetzt einmal so, dass der Wind sich da oben bei den Ausnehmungen oder bei diesen Griffen offensichtlich vom normalen Visier, wenn man offen fährt, wenn man das Visier offen hält, dass es sich da ein bisschen verfangt, und es gibt so ein leichtes Zwitschergeräusch. Das ist mir aber dann zum Beispiel beim verkleideten Motorrad, also mit Windschutz, nicht aufgefallen. Das müsst ihr jetzt einfach ausprobieren, aber es ist nicht weiter störend. Und wenn man es unten hat, passiert da überhaupt nichts. Und wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Was mir noch aufgefallen ist, das müsst ihr bitte auch, wenn ihr den Helm probiert, auf das achten. Wenn man den Helm zumacht, dann wird er ein bisschen enger im Bereich der Backen sozusagen. Also es engt auch bei den Schläfen, wird das ein bisschen enger. Das müsst ihr beachten. Aber ansonsten, also wirklich
gute Passform, gute Verarbeitung, nettes Design und wirklich astreine Funktionalität und auch Preis und Gewicht passen und deswegen verdiente Nummer 1. So, das war unsere kleine Marktübersicht und unser kleiner Test und unser kleines Produktwissen zum Thema Flipback-Helme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch genauer nachlesen wollt, den Test mit allen Daten dazu und auch allen Bezugsadressen, das findet ihr in unserer Motorradmagazin Ausgabe 622, also die Sommerausgabe 2022. Kann man online ganz einfach bei uns auf der Website lesen oder auch direkt bestellen. Auch ältere Exemplare können Sie bei uns dort jederzeit nachbestellen. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder sehen. Ich würde mich natürlich auch freuen über einen netten Kommentar oder auch ein kritisches Feedback. Freue mich immer. Hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dorthin sage ich auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.